Hallöchen meine Freunde, weiter geht's bei Let's Play Gothic. Ich freue mich, endlich geht's weiter hier bei Gothic, weil ich habe jetzt hier seit etwa eineinhalb Monaten nicht mehr aufgenommen, weil ich habe ja richtig viel vorproduziert bei Gothic, weil es mir einfach so viel Spaß gemacht hat. Ich habe ja an einem Tag einfach mal so 14 Folgen Gothic aufgenommen und dann an einem anderen Tag einfach nochmal zwei Folgen hinterher. Auf jeden Fall ist es ein bisschen länger her, seitdem ich gespielt habe. Darum muss ich hier mal mich mal wieder reinfinden. Auf jeden Fall sind wir hier gerade beim neuen Lager, wie man sieht. Da wollten wir uns ein bisschen umgucken. Aber ich habe mich auch entschieden, welches Lager wir uns anschließen. Denn ich würde gerne zum alten Lager gehen, weil ich das Lager einfach am coolsten finde. Ich kann hier Mordrex-Ring hier eigentlich mal reinhauen. Geschicklichkeit Bonus plus 5. Geschicklichkeitsbonus plus 5. Dann haben wir hier mal 15 von 15 Geschicklichkeit. Genau. Also ich habe mich entschieden hier Aufnahme altes Lager mich beim alten Lager anzuschließen, aber weil ich das Lager einfach am coolsten finde, aber wir gehen natürlich, gucken uns hier nochmal alles an, machen hier noch ein paar Quests, weil ich glaube, man kann ein paar Quests nicht machen, bevor man sich nicht anschließt. Ja, sicher kann man das nicht. Dann gehen wir noch zum Sektenlager und dann gehen wir noch zum da machen wir die Prüfung des Vertrauens. Vielleicht machen wir sogar die Prüfung des Vertrauens gleich. Ich weiß nicht, wann wir die machen. Auf jeden Fall haben wir hier doch hier ein paar Quests, oder? Auftrag von Taurus haben wir abgeschlossen, weil Mordrak hier ist. Eigentlich, weil wir haben ja Mordraks Ring auch bekommen. Rezept der Sekte, das ist von Dexter. Aber das habe ich noch nie geschafft, den Quest, glaube ich. Da muss man, wie heißt er? Korkalom. Da muss man Korkalom, ich habe übrigens mal A1 groß geschrieben. Da muss man Korkalom bestehlen und das schaffe ich niemals. Also jetzt am Anfang noch nicht. Das kann man vielleicht später mal machen. Aber ich glaube, ich habe den Quest nie gemacht. Also einfach so. So. Okay. Also gucken wir nochmal hier so ein bisschen im alten Lager weiter um. Haben wir denn hier noch Wasserträge für die Lefty? Da kriegt Lefty auf jeden Fall ein bisschen noch was aufs Maul. Ich fasse es nicht, nachdem ich das Wasser überall verteilt habe, will Lefty doch tatsächlich, dass ich nun jeden Tag den Wasserträger spiele. Ich glaube, dieser Idiot muss mal seine Grenzen aufgezeigt bekommen. Genau. Der kriegt irgendwann mal schön aufs Maul. Aber ich rede jetzt erstmal hier mit dem Typen da drüben. Hier. Mit dir, Baal Kagan. Was machst du hier? Ursprünglich bin ich hierhin entsandt worden, um für unsere Gemeinschaft zu werben. Aber diese Barbaren wollen nichts wissen von geistiger Erleuchtung. So beschränke ich mich auf den Verkauf von Sumpfkraut. Dies wiederum wird hier sehr gerne gesehen. Zu gerne. Ich kann allein kaum alle meine Kunden beliefern. Warum schicken Sie nicht einen weiteren Mann? Baal Isidro sollte mich unterstützen, aber er sitzt den ganzen Tag in der Kneipe auf dem See und tauscht sein Kraut gegen Reisschnaps ein. Er ist dem Schnaps verfallen. Ich fürchte, von ihm ist keine Hilfe zu erwarten. Ich könnte dir helfen, dein Kraut unter die Leute zu bringen. Eine so große Menge Kraut kann ich dir nur anvertrauen, wenn du ein Mitglied der Bruderschaft bist. Aber du könntest mir helfen, Geschenke zu verteilen. Es sind noch nicht alle hier auf den Geschmack gekommen. Wenn sie erst einmal unser Kraut gekostet haben, werden sie mehr verlangen. Und ich kann mehr verkaufen. Ich denke, du schaffst es jetzt schon kaum, deine Aufgabe zu erfüllen. Für Baal Isidro wird bald gesorgt. Ich habe schon eine Nachricht an Korkalom geschickt. Wenn ich das Kraut für dich verteile, was ist für mich drin? Ich kann dich auf viele Arten entlohnen. Du kannst von mir magische Spruchrollen erhalten, die mit mächtiger Magie des Schläfers belegt sind. Ich kann dir aber auch helfen, leichter in unserer Gemeinschaft aufgenommen zu werden, wenn du das wünschst. Ich habe sehr gute Kontakte zu Korkalom und Baal Thyon. Beide stehen Iberion, unserem Meister, sehr nahe. Ich kann dich aber auch mit schnödem Erz bezahlen, wenn das dein Wunsch ist. 100 Brocken sollten für deine Mühe genügen. Okay, gib her das Kraut. An wen soll ich es verteilen? Du findest sicher leicht Abnehmer. Rede mit den Leuten. Aber gib jedem nur einen Stängel. Noch was.
Wenn du dir das Kraut abnehmen lässt oder es selber rauchst, gilt unsere Abmachung nicht mehr. Sicher. Okay, zeig mir mal deine Ware. Zeig mir deine Ware. Wie du wünschst. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet, aber hier hat er nur, ja, Traumruf, schwarzer, weißer und grüner Novize. Ich würde sagen, wir verteilen mal hier das ganze Kraut an den Banditen. Bandit, willst du was von dem Sumpfkraut? Willst du etwas Sumpfkraut? Willst du etwas Sumpfkraut? Ich gebe dir 10 Erz dafür. Hier, wenn du mal wieder was loswerden willst, komm zu mir. Okay, also ich würde sagen, wir verteilen hier einfach mal ein bisschen Sumpfkraut an die ganzen Leute. Willst du etwas Sumpfkraut? Ich gebe dir 10 Erz dafür. Hier, wenn du mal wieder was loswerden willst, komm zu mir. Einfach, weil das hier ein Quest ist und ich denke mal, ich werde das Geld verlangen, weil ich mich ja eh nicht im Sektenlager anschließe, also, weiß nicht. Was ist denn hier? Wo willst du denn hin? Wo geht's hier denn hin? Zu Laris. Ich will zu Laris. Kann mir kaum vorstellen, dass er mit dir redet. Das kannst du getrost mir überlassen. Ich werde dich nicht aufhalten. Okay, Stufe 2 sind wir. Ich wollte gerade nur gucken. Wo soll's denn hingehen? Ich will zu Laris. Laris ist hier. Aber ohne guten Grund wirst du ihn nicht stören. Mordrak schickt mich. Mordrak ist schon lange nicht mehr hier. Er ist vielleicht schon längst zum alten Lager übergelaufen. Ich bin mit ihm hier hingekommen. Mordrak ist wieder hier? Wenn du ihn siehst, sag ihm, Laris will ihn sehen. Mordrak hat mir etwas für Laris gegeben. Was? Einen Ring. Bestimmt ein kostbares Stück. Gut, du kannst zu ihm. Okay. Speichere ich mal. Das ist immer gut, wenn man hier speichert. Und hier bloß nichts mitgehen lassen, sonst haut er mich noch. Laris. Wo kann ich hier was lernen? Bei mir. Ich kann dir beibringen, deine Geschicklichkeit und Stärke zu verbessern. Ich will mich verbessern. Okay, Geschick und Stärke bloß. Ich speichere einfach mal schnell hier so ab. Einfach nur mal schnell vor Laris. Laris. Nein, Entschuldigung. Wenn... Ja, was hast du mit der Waffe vor, Mann? Mach das nicht nochmal! Hey, ich möchte mit dir reden. Jetzt säuft er schon wieder. Was ist denn los? Hier, komm. Ich will mich eurer Bande anschließen. So. Was hast du denn vorzuweisen? Mordrak schickt mich. Er hat mir einen Ring für dich gegeben. Ein wertvolles Stück. Es ist bei uns üblich, einen Teil der Beute mit dem Anführer zu teilen. Aber dass er dir den Ring gegeben hat, zeigt, dass er einiges von dir hält. Ich will, dass du zu ihm gehst und ihm etwas ausrichtest. Sag ihm, ich will jemanden im Sektenlager haben. Die Bruderschaft plant irgendwas Großes. Ich will genau wissen, was da abläuft. Reicht das, um bei euch aufgenommen zu werden? Mordrak hat sich für dich eingesetzt, aber du bist noch nicht bereit. Erledige deine Aufgaben. Was kann ich noch machen? Baal Isidro aus dem Sektenlager hat Kraut im Wert von mindestens 400 Erz bei sich. Ich will, dass du es ihm abnimmst. Egal wie. Wenn du das Kraut hast, verkauf es. Die 400 Erz bringst du zu mir. Dann unterhalten wir uns nochmal darüber, ob du in die Bande aufgenommen wirst. Okay, auf jeden Fall ist immerhin Erfahrung gebracht. Das ist ja immerhin gut. Jetzt sind wir Stufe 3. 17 Lernpunkte haben wir. Wir sollten mal Einhände oder so lernen. Ich hab gar nichts gelernt. Ich habe hier bloß Schlösser öffnen ausgebildet. Da habe ich mal einmal gelernt. Magie, nein. Schleichen, Akrobatik, nein. Oh, Akrobatik können wir hier lernen. Das ist gut. Dann sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Willst du zufällig Kraut haben, wenn du da schon stehst? Nö. Du nicht? Wie sieht's mit dir aus? Auch nicht.
Schade. Und hier steht ja auch immer noch Gilde keine, also hat sich nichts getan. Schlafen die alle oder warum ist hier niemand draußen? Hä? So leer. Warte mal, ich schlafe schnell bis zum nächsten Tag. So. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Hey, du! Ja, ja. Verzieh dich, raus hier! Dein Glück. Ich hätte dir auch gerne die Fresse poliert. Sharky, wer ist denn Sharky? Ich weiß nicht. Das werden wir in der nächsten Folge sehen, wer das ist. Ich würde sagen... Nee, noch nicht aufstehen. Erst nächste Folge darfst du aufstehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.